Hallöchen, meine Lieben. Ja, da bin ich wieder. Die Sommerferien sind für mich vorbei. Ha, ja, ich bin noch im Ferienmodus. Also, na, bis morgen habe ich noch Zeit, mich irgendwie wieder ans Alltagsleben zu gewöhnen. Heute ist Dienstag, 13. August. Morgen geht die Schule wieder los, zumindest für uns Lehrer. Entschuldigt bitte, im Hintergrund läuft mein Ventilator und dementsprechend sehen hier meine Haare auch so ein bisschen lustig aus. Ja, morgen starten wir in der Schule mit Konferenzen und was da nicht alles noch so anfällt vor Schuljahresbeginn. Von daher ist heute mein letzter Ferientag. Ich habe das Gefühl, diese Ferien sind irgendwie wie nichts vorbeigezogen. Ich weiß nicht, ich hatte super viel Termine nebenbei. Wir waren eine Woche im Center Parks in Holland, das war super. Dann hatten wir unsere Tochter noch eine Woche zu Hause und haben dann auch noch Ausflüge, Familienzeit und so weiter alles gehabt. Irgendwie war alles ein bisschen busy. Und ja, was war noch? Wir haben ein Wespennest hier oben an meinem Dachfenster. Und bis jetzt hat es noch keiner geschafft, sich darum zu kümmern. Ich habe schon bei der Hausverwaltung angerufen und bis jetzt kam noch keiner. Also, und bei den Temperaturen ist es natürlich super, dass man hier oben überhaupt nicht das Fenster aufmachen kann. Und ja, dementsprechend ist hier auch die Temperatur, daher auch mein Ventilator im Hintergrund. Und ja, ich hatte kostspielige Ferien. Ich musste mehrfach mit meinem Auto in die Werkstatt. Ich hatte das Gefühl, ich habe da schon, weiß ich nicht, einen Stammplatz gehabt bei ATU bei uns. Ich musste jetzt im August zum TÜV und vorher war ich noch bei der Inspektion. Da war ich allerdings schon um Ostern rum und da haben sie mir schon gesagt, Reifen, Bremsen kurz vor Verschleiß, bla bla bla. Und ja, damit ich halt über den TÜV komme, habe ich dann in der einen Woche neue Bremsen bekommen und in einer anderen Woche neue Reifen. Ja, dann hatte ich TÜV und bin durchgefallen. Ich bin mit diesem Auto bisher jedes Mal durch den TÜV gefallen. Das ist unfassbar. Da muss wohl irgendwie was mit einer Software da neu programmiert werden. Keine Ahnung. Also es ist jetzt wahrscheinlich eigentlich nichts, was irgendwie mein Dasein im Straßenverkehr irgendwie gefährlich macht für andere oder für mich selber. Aber ich bin halt nicht über den TÜV gekommen und jetzt habe ich diese Woche noch einen Termin. Gott sei Dank am Donnerstag haben wir in der Schule, soweit ich das verstanden habe vom Terminplan her, nichts, was mich tangiert. Und ja, selbst wenn, was soll ich machen? Also ne, ich muss den Wagen dann da stehen lassen und sobald ich wieder richtig arbeite, also Unterricht losgeht, ist das halt einfach nicht machbar für mich. Der Renault-Händler, wo ich das halt mache, der ist halt ein bisschen weiter weg von mir und ich habe halt keine andere Möglichkeit, als den Wagen da hinzustellen, dazu warten, bis der fertig ist. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich jetzt dann über den TÜV komme. Auf jeden Fall kostspielig. Ich habe mir einen neuen Drucker gekauft, war ja dringend nötig. Letztes Schuljahr war ja mit meinem zum Ende hin schon nichts mehr anzufangen. Und ja, der druckt ein bisschen langsamer. Ich wollte jetzt auch nicht so viel Geld für einen Drucker ausgeben. Ich habe mir jetzt einen von, ich glaube von Epson, geholt. Der ist in Ordnung. Und was ganz praktisch ist, ich konnte jetzt schon für die Schule einiges vorbereiten. Und damit werden wir auch beim Thema. Morgen geht's mit Konferenzen wieder los und natürlich habe ich in den Ferien auch ein bisschen was für die Schule gemacht. Ich habe jetzt nicht irgendwie mich regelmäßig an den Schreibtisch gesetzt oder habe mir einen Plan gemacht. Immer wenn es mal zwischendurch gepasst hat und wenn ich Lust dazu hatte, habe ich so ein bisschen hier und da was gemacht und ich habe schon gar nicht mehr so richtig den Überblick, was ich alles schon erledigt habe. Und da wollte ich jetzt auf jeden Fall einmal drüber schauen. Und ja, ich habe mir eine schöne To-Do-Liste gemacht, die zeige ich euch gleich einmal und dann gucken wir mal, was ich jetzt noch bis morgen im Idealfall erledigen kann. So, hier ist meine To-Do-Liste. Keine Angst, der Zettel hat auch noch eine Rückseite. Ich habe das hier so ein bisschen aufgeteilt nach Klassenleitungskram, was ich für den Unterricht mache und auf der Rückseite ist dann noch so alles Mögliche, was mir eingefallen ist. Ja, ich habe hier aufgeteilt, da ich ja noch zwei Klassenleitungen habe. Voraussichtlich bis nach den Herbstferien, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist alles absehbar, aber dieses Schuljahr werde ich halt auch noch so ein bisschen vorbereiten müssen. Ich habe jetzt zwar noch einen Kollegen mit dazu bekommen, der das mit mir zusammen dann macht. Allerdings kennt er halt die Klasse nicht und von daher, werde ich jetzt hier noch mal ein bisschen was vorbereiten. Und zwar, das ist für beide Klassen genau das gleiche. Ich habe es aber extra noch mal gesondert aufgeschrieben, damit ich da den Überblick nicht verliere, für welche Klasse ich schon was gemacht habe. Und zwar Stundenplan ausdrucken kann ich noch nicht, weil ich noch keinen Stundenplan habe. So weniger für die Schüler noch für mich. Aber ich meine mich zu erinnern, ich kann gleich noch mal in meinen Unterlagen gucken, dass ich die Sitzordnungen für beide Klassen schon ausgedruckt habe. Dann kann ich mir das hier gleich einmal abhaken. Ja, Fächerübersicht hinten für die
Fächer für die Materialien habe ich eine Übersicht gemacht, habe das ausgedruckt, laminiert. Für unser Konsequenzenkonzept von einer Tafel haben wir ja so die Namensschilder, die man dann so auf Smileys schiebt. Die habe ich, ach mein Handy, die habe ich dann alle nochmal neu getippt, ausgedruckt und laminiert. Und Elternabend vorbereiten für die Sechser, weiß ich gar nicht so genau, was da alles rein muss. Das werde ich wahrscheinlich meinem Klassenleitungskollegen überlassen, wenn der zum Jahrgangsteam geht. Für die Achter habe ich das so ein bisschen vorbereitet, aber komplett fertig machen kann ich das halt auch erst, wenn wir unser Jahrgangsteam hatten. Ich meine, das ist jetzt am Freitag oder nächste Woche. Ich muss gleich mal gucken. So, also das ist das, was ich an Klassenleitung habe, aber das ist alles nicht so schlimm. Ja, wenn es um Unterricht geht, den Großteil, wie man sieht, habe ich nicht gemacht, was aber nur daran liegt, dass es einfach Kopierkram ist. Also ich habe jetzt hier aufgeteilt Englisch 6, Englisch 8, Englisch 9, Politik, Wirtschaft und Geschichte. Und ja, ich habe das eigentlich auch alles recht ähnlich für die Klassen. Die ersten paar Buchseiten müsste ich den kopieren. Ich weiß halt nicht, wann wir die Bücher kriegen und damit man schon anfangen kann zu arbeiten, ja, kopiere ich den wie immer. Inklusive Vokabeln. Dann Vokabeltest habe ich schon fertig ausgedruckt, meine ich. Müsste ich nur noch kopieren, deshalb noch kein Häkchen. Die Klassenarbeit habe ich erstellt und einmal ausgedruckt, muss ich in der Schule noch kopieren. Die erste Unit, neues Lehrwerk, habe ich ja schon angefangen im Laufe des Schuljahres so ein bisschen zu planen, habe ich auch fertig. Die Klassenarbeit für die Inklusionskinder, die mache ich immer erst ein bisschen später, weil ich immer erst gucken will, wie viel kommen die so mit im normalen Unterricht, wie viel muss ich differenzieren. Dann für die Achter habe ich eine Sitzordnung, habe ich. Dann die Buchseiten muss ich im Buch kopieren. Vokabeltest habe ich gedruckt oder noch nicht, muss ich gucken. Auf jeden Fall kopieren kann ich es erst in der Schule. Writing Workshops habe ich ausgedruckt, muss ich noch kopieren. Und die Unit 1 ist fertig und hier ist gar kein Kästchen für die Klassenarbeit. Die habe ich ausgedruckt, aber halt noch nicht kopiert. So, genau das gleiche für die Neuner. Hier habe ich noch keine richtige Sitzordnung. Ich habe eine gemacht, aber weil ja Schüler die 9. Klasse wiederholen und dann in die neuen Neuner quasi reinkommen, weiß meine Kollegin, in deren Raum ich da unterrichte, noch gar nicht so genau, wie viele Schüler sie hat und sie weiß noch nicht, was sie für eine Sitzordnung macht. Und ja, da versuche ich mich immer so ein bisschen anzupassen und deshalb habe ich das noch nicht gemacht. Und für Politik, Wirtschaft und Geschichte ist es genau das Gleiche. Da muss ich in erster Linie aus dem Buch kopieren. So, was habe ich noch erledigt und abgearbeitet? Ich habe die Fachkonferenz Englisch vorbereitet. Was ich in der Schule erst wieder machen kann, Klassenlisten, Adresslisten und E-Mails aus den Akten kopieren. Und ich wollte das in meinen Kalender kleben, einfach damit ich es übersichtlicher habe. Und diesmal werde ich mich auch wirklich hinsetzen und mir die E-Mail-Adressen alle raussuchen. Das Problem ist, die muss ich mir halt von jedem Schülerstammblatt einzeln raussuchen, weil die halt nicht in dieser Adressliste mit drin sind. Das wird ein bisschen blöd an Arbeit, aber ja, glaube ich, habe ich später mehr von. ClassDojo muss ich noch aktualisieren. Da muss ich ja ein paar Schüler hinzufügen, rausschmeißen aus meinen Kursen. Und ja, das muss ich auf jeden Fall noch fertig machen. Dann den Terminkalender habe ich soweit in meinen eigenen Kalender schon übertragen. Das Protokoll für die Lehrerkonferenz morgen müsste ich noch fertig machen. Gestern habe ich meine Teamgruppen aktualisiert. Dachte ich mir, ist ja mal ganz pfiffig, ne, aus einem 8er-Kurs einen 9er-Kurs zu machen. Dann die ganzen Kopien, die ich jetzt rausgesucht habe, die müsste ich noch sortieren und mit Post-its irgendwie versehen, dass ich halt weiß, wie viel von jedem ich kopieren muss. Das Material für die Einschulungsfeier habe ich fertig. Ich habe das einmal alles durchsortiert, vernünftig abgeheftet und ja, kann das dann meinem Klassenleitungskollegen in die Hand drücken, denn ich sag jetzt einfach mal, dass er dann dafür zuständig sein wird. Und was ich auf jeden Fall noch machen wollte vom neuen Schuljahr, ist mein E-Mail-Postfach leeren. Soweit ich das kann, weil das ist echt wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und ja, ich werde jetzt hier mal irgendwie ein bisschen anfangen und ja, werde euch einfach mal ein bisschen dabei mitnehmen. I'm not afraid to die.
So, meine Kopien sind fertig, mit Post-its versehen. Die kommen dann in meinen mittlerweile schon ganz schön abgenutzten, ja, Sammelordner rein. Aber dann habe ich eine Mappe, wo alle Kopien drin sind. Dann habe ich hier eine Mappe gemacht mit einem Klassenleitungsgedöns. Die Schilder für unsere Smiley-Tafel, die Sitzordnung, die Fächerübersichten habe ich hier für beide Klassen einmal drin. Und ich habe noch eine Mappe mit den, ja, Sachen für die Einschulungsfeier. Da haben die Kids ja so Buchstaben, also mit das Wort herzlich willkommen, mit Buchstaben irgendwie ja, gestaltet, möchte ich mal sagen. Und zu den Buchstaben sagen sie etwas, und das habe ich jetzt komplett fertig. Es ist auch komplett vollständig, da fehlt kein Buchstabe, und ja, das ist quasi erledigt. Und jetzt gucke ich mal, was ich hiervon jetzt noch irgendwie, ja, abgearbeitet bekomme. Voll witzig. Jetzt wollte ich gerade anfangen, mein E-Mail-Postfach zu lernen. Und ja, habe ich gesehen, mein Stundenplan ist da, der vorläufige. Und ja, ich bin nicht so ganz happy. Das Ding ist, ich habe angegeben, dass ich am besten nur vormittags in der Schule bin, weil ich dann halt nachmittags meine Tochter abhole. Und ich sehe gerade, ich habe montags, bis 15 Uhr. Von der ersten, ich habe dann 2 Stunden frei zwischendurch, aber wenn ich Pech habe, obwohl Mittagspausen aus sich, kriege ich ja gar nicht, weil ich Protokolle schreibe. Aber das macht mich nicht ganz so happy. Und dafür habe ich donnerstags erst zur 5. Stunde und dann auch 5.-6. nur. Okay. Naja, weiß ich noch nicht, wie ich das in meinen Alltag irgendwie jetzt einbauen soll. Das Ding ist, montags war immer der Tag, wo ich meinen Wocheneinkauf erledigt habe. Das werde ich jetzt irgendwie switchen müssen. Ja, ja, der Donnerstagnachmittag ist frei. Das ist ganz gut, weil ich da immer mit meiner Tochter zur Ergo fahre. Ah, das ist aber doof. Ich frage mal, ob es vielleicht möglich ist, dass diese 8., 9. Stunde irgendwie in den Donnerstag Vormittag geschoben werden kann. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung, ein bisschen unglücklich. Alleine auch schon zur 5. Stunde erst in die Schule fahren, das ist ja so gar nicht meins. Ah, naja, egal. Jetzt habe ich irgendwie gerade gar keinen Bock mehr, mich hier an meinen anderen Kram zu setzen, weil mich der Stundenplan, ja, so ein bisschen, er gefällt mir nicht so ganz. Also ich habe freitags aktuell nach der 4. Schlussdienstag auch, das ist ganz cool, aber der Donnerstag und der Montag, naja, ich werde mal gucken, ob ich damit so leben kann. Ja, und ich war auch ein bisschen shoppen. Ja, da vorne steht noch mein alter Drucker, der muss noch mal irgendwie hier entsorgt werden. Ich habe das bisschen aufgeteilt. Hier auf der Seite ist so das, was ich für mich gekauft habe. Ich habe mir hier einmal so ein, ja, ich glaube Project Manager, Organizer heißen die Dinger, für Fachkonferenzen, Konferenzen und so Notizen für den Schulalltag geholt. Hatte ich letztes Jahr auch schon. Habe ich nicht ganz voll gekriegt, aber ich dachte mir, fürs neue Schuljahr hole ich mir was Neues. Ich brauchte noch neue Klarsichtfolien, hatte ich keine mehr. Ein paar Post-it-Notes habe ich mir gekauft. Und ja, jetzt sind es nur 6 Mappen. Ich habe mir so ein 10er-Pack von Mappen geholt. Die nehme ich ja immer, um meine, ja, Mitarbeitsnotenlisten und alle meine Kopien, die ich für den Unterricht mit reinnehmen muss, reinzupacken. Die habe ich auch schon fürs neue Schuljahr komplett fertig beschriftet. Die habe ich bei Amazon ganz günstig gekriegt. Ich weiß jetzt aber gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die gekostet haben. Dann brauchte ich neue Korrekturroller und Lami-Patronen. Für meinen Füller rot hatte ich noch genug. Witzig, obwohl ich ja immer mehr rot als blau benutze. Aber meine blauen sind mir ausgegangen. Und dann für den Klassenraum. Wir sind am Ende mit unseren Bleistiften und mit unseren Kugelschreibern. Ich weiß nicht, was die Kids immer damit machen. Ich behaupte mal, sie packen sie in die Federmappe und vergessen sie zurückzugeben. Dann brauchte ich einen neuen Tesafilm-Spender, weil meiner den Geist aufgegeben hat. Der ist mir einmal runtergefallen und ja, so ein fancy Plastikding, und ist dann halt kaputt gegangen. Ich habe neue Karteikarten besorgt. Die Kids haben jetzt für sich entdeckt, das für Referate zu benutzen. Finde ich ganz gut. Dürfen sie auch gerne tun. College-Blöcke, ja, von jedem habe ich jetzt erstmal 3 Stück gekauft, liniert und kariert. Ich meine, wir hatten, glaube ich, gar keine mehr im Klassenraum. Und vielleicht noch maximal 1 von jedem. Also da war Nachschub nötig. Und Klebesticks und Radiergummis. Was ich jetzt nicht geholt habe, sind Schreibhefte für die Writing-Workshops. Weder für die 8er noch für die 9er. Aus dem einfachen Grund, die gehen damit so schlonzig um. Ich besorge für Geld die Hefte immer am, ja, Schuljahresbeginn. Und dann nach 3, 4 Wochen fehlen die ersten Hefte, und ein Großteil der Schüler sieht das ja eh nicht ein, die Aufgaben zu bearbeiten, abzugeben.
Und da habe ich mir jetzt gedacht, dieses Jahr, nö, das Geld spare ich mir. Entweder kaufen sie sich selber ein Heft oder ich muss dann mit einer losen Zettelwirtschaft leben. Ja, ich setze mich jetzt nochmal ein bisschen an den Schreibtisch und ja, würde vorschlagen, ich erklär euch genau, ich nehme euch morgen früh mit, wenn mein Schultag startet. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. So, mein erster Arbeitstag nach den Sommerferien. Zwar noch ohne Schüler, aber nichtsdestotrotz Arbeitstag. Das geht heute hier gar nicht, sieht ganz so schlimm aus. Ja, war schon ein bisschen schwierig, heute aus dem Bett zu kommen, beziehungsweise vom Sofa runterzukommen. Das ist hier oben so heiß, ich konnte hier einfach gestern Abend nicht schlafen, deshalb habe ich auf der Couch übernachtet. War trotzdem extrem eklig warm, aber naja, es hat geregnet heute Nacht. Also ich habe die Hoffnung, es kühlt ein bisschen ab, aber die richtigen harten Gewitter sollen irgendwie heute Nachmittag kommen. Schauen wir mal. Ich bin dir jetzt leid und ich hoffe, dass bis nächste Woche richtig Schule anfängt, sich das auch so ein bisschen, ja, gelegt hat, weil das wird sonst echt die Hölle. Ja, es ist jetzt gleich 5:30. Ich habe gestern noch einiges fertig geschafft. Ich habe das Protokoll für die Lehrerkonferenz fertig gemacht. Ich habe meinen Class-Dojo aktualisiert, also das, was ich euch so zum Schluss noch gezeigt habe. An mein E-Mail-Postfach habe ich mich teilweise reingetraut. Da habe ich ein paar E-Mails zumindest, ja, gelöscht. Und ja, ich habe dann noch bis zu den Herbstferien meinen Stundenplan in meinen Lehrerkalender schon mal übertragen. Und ja, ich bin immer noch nicht so ganz begeistert. Also erstmal, dass ich diesen Montag echt bis 15 Uhr habe. Ich bin das auch einfach nicht mehr gewohnt, dass ich halt so lange in der Schule bin. Das wird halt einfach für mich nur ein stressiger Tag. Das ist aber alles irgendwie machbar. Ich will es deswegen auch nicht, habe ich nochmal drüber nachgedacht, ich will es deswegen auch nicht zu meinem Kollegen gehen und sagen, du möchtest aber nicht bis 15 Uhr, weil das ist der Tag, an dem ich sonst immer meinen Wocheneinkauf erledige. Das ist ja auch albern. Also so flexibel bin ich dann doch schon. Dann wird Montag halt einfach nur mein letzter Tag. Was ich allerdings echt nicht so cool finde, ist, wie ich Englisch in der 6.5 habe, also in diesem lebhaften Haufen. Und zwar habe ich da montags die ersten beiden und dienstags die ersten beiden. Also ich habe 2 Doppelstunden und das wird hart. Das Gute ist, sie sind in den ersten beiden Stunden, das heißt, da sind die vielleicht noch nicht ganz wach. Und ja, den Rest der Woche habe ich sie halt nicht. Und da ich da ja auch noch teils Klassenleitung mit bin, ist das ein bisschen ungünstig. Aber gut, ist jetzt halt, wie es ist. Und ja, ansonsten habe ich mich jetzt auch einigermaßen mit meinem Stundenplan anfreunden können. Ich finde es ganz gut, dass ich in der 8.2 2 Einzelstunden Geschichte habe, weil ich finde eine Doppelstunde Geschichte immer ein bisschen zäh. Und ich habe zwar auch eine Doppelstunde Povi, aber wir halten mal fest, es ist montags 8.-9. Stunde und da sind wohl kaum 90 Minuten konstant konzentrierter Unterricht irgendwie möglich. Dementsprechend ist es dann auch schon alles in Ordnung. Ja, was ist der Plan für heute? Wir starten um 8 Uhr mit der Lehrerkonferenz, angesetzt in 2,5 Stunden. Das ist ja diese Starterkonferenz, die zieht sich immer, weil da immer noch ganz viel Orga-Gedöns und so, ja, abgekaspert werden muss. Ich schreibe das Protokoll, kann allerdings nicht meinen Laptop mitnehmen, weil ich da mein Office-Paket noch nicht aktualisiert habe und dann halt Word nicht nutzen kann. Von daher werden es heute handschriftliche Notizen und dann muss ich das irgendwie nachher zu Hause abtippen, aber das ist okay. Und danach habe ich noch um 11, glaube ich, ja, um 11 oder um 10:30 Arbeitsgruppe. Ich weiß gar nicht so genau, da müssen wir erstmal uns zusammensetzen und besprechen, was wir so auf der Agenda haben für das kommende Schuljahr. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht so genau im Kopf. Aber da bespreche ich das einfach mit meinen Kollegen. Und ja, dann war das auch schon quasi mein erster Schultag. Ich werde gleich versuchen, in der Schule schon ein bisschen was zu kopieren. Jetzt nicht hier die Klassenarbeiten oder sowas, aber weiß ich nicht, vielleicht die Writing-Workshops für die 8er und 9er kriege ich schon mal irgendwie wegkopiert, dass ich das dann auch schon mal erledigt habe. Weil ich glaube, nächste Woche Mittwoch, wenn die Schule wieder anfängt, dann wird eine sehr, sehr lange Schlange am Kopierer vorhanden sein. Und ja, ich versuche mich dem dann ein bisschen zu entziehen, indem ich da vorher schon was, ja, wegkopiert habe. Und ja, ansonsten, heute Nachmittag kommt ganz spontan jemand, um dieses ätzende Wespennest, was hier oben da in der Ecke ist, zu entfernen. Ja, mein Mann, der Arme, der kam gerade eben noch runter zu mir ins Bad, als ich gerade meine Haare gemacht habe und meinte, er bräuchte irgendwie ein Kleid überschlappen. Ihn hat eine Wespe gestochen. Also das heißt, obwohl wir hier das Fenster zu haben, kommen hier trotzdem ständig diese Viecher rein, weil wir halt bei uns im Flur hier oben das Fenster aufhaben, weil bei der Hitze muss ja irgendwo halt auch mal ein bisschen Luft rein. Und ja, den hat dann heute irgendwie eine Wespe gestochen und ich habe hier jetzt heute Morgen am Schreibtisch auch 2 Wespen liegen gehabt.
Und ich bin echt froh, dass er heute Nachmittag kommt und dass es dann hier wegkommt. Und ja, ein Problempunkt weniger. Ja, das wäre so mein Start. Ich gehe davon aus, einige von euch müssen vielleicht heute auch schon anfangen oder zumindest ab nächster Woche wieder montags vielleicht schon anfangen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Schulen auch so ist, dass ihr schon eine Woche vorher vor Schulbeginn Konferenzen und so einen Kram habt. Bei uns war das sonst immer nur so die ersten beiden Tage vorher, aber ich finde das ganz gut, dass sich das jetzt hier alles so ein bisschen entzerrt mit den Fachkonferenzen und Starterkonferenzen, Klassenleitungsteams und was man nicht alles so für Sitzungen noch vor dem ersten Schultag hat. Und von daher gehe ich damit voll konform, dass wir schon eine Woche vor Schulbeginn anfangen. Ja, ich muss auf jeden Fall rauskriegen, wie das morgen ist. Im Terminplan steht Erste Hilfe. Also ich weiß jetzt nicht, ob das das ganze Kollegium betrifft, ob wir so einen Erste-Hilfe-Kurs da belegen müssen. Ob ich da irgendwie was verpasst habe, letzte Schule, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Problem ist halt, ich muss morgen ganz, ganz dringend mit meinem Wagen in die Werkstatt zum TÜV. Das ist halt ein Termin, ne? Ich hatte ja schon erwähnt, ich bin letzte Woche durch den TÜV gerasselt und das muss jetzt halt irgendwie noch erledigt werden und eine andere Möglichkeit gab es nicht, aber ich werde dann mal mit meiner Schulleitung sprechen. Ich denke, das ist kein Problem, denn habe ich kein Auto, kann ich nicht zur Schule fahren. So. Ja, ich packe jetzt hier meine Sachen zusammen. Ich hatte noch überlegt, ob ich schon meinen ganzen Kram, den ich da für die Klasse gekauft hatte, auch heute schon mitnehme und verteile, aber das werde ich morgen am Freitag erst machen, weil da der Plan ein bisschen entspannter ist. Also ich muss rein theoretisch nicht so früh in der Schule sein. Von daher heute erstmal nur Starterkonferenz, Arbeitsgruppe und dann nach Hause kommen. So, es ist 6:30 und das ist jetzt der Arbeitsplatz von mir für die nächste, ich fürchte, Stunde. Ja, mein bester Freund ist hier fleißig am Arbeiten. Man hält das hier echt nicht aus. Also ich habe jetzt auch schnell noch geduscht und mich ein bisschen abgekühlt. Geht gar nicht. Ich muss jetzt noch das Protokoll schreiben für die heutige Starterkonferenz. Und ja, das waren insgesamt handschriftlich 6 Seiten. Also ein bisschen was abzutippen habe ich jetzt. Ich habe hier ein eiskaltes Getränk. Ich habe hier meinen Kalender mit meinen Notizen und hier Abendessen für Champions. Ich habe mir einfach nur so ein paar Garnelen in der Pfanne angebrannt, weil es ist einfach zu warm, was, weiß ich nicht, Großartiges jetzt zu kochen und zu essen. Und ich bin einfach nur froh, wenn ich nachher ins Bett falle, beziehungsweise ich fürchte, es wird wieder das Sofa, weil es oben einfach viel zu heiß ist. Aber gute Neuigkeiten, der Wespenmensch war da und ja, Wespennest ist weg. Mal gucken, vielleicht kann ich morgen dann auch endlich das Fenster aufmachen. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich schnell fertig werde und jetzt mache ich mich hier mal ans Arbeiten. Guten Morgen. So, der erste Tag ist geschafft. Ich habe gestern noch echt lange das Protokoll irgendwie geschrieben. Ich bin leider noch nicht ganz fertig geworden. Mir fehlt noch das Wahlergebnis zur Schulkonferenz. Das ist jetzt das Einzige, was ich noch einfügen muss. Aber dann habe ich das fertig. Eigentlich wollte ich noch das Protokoll von unserer Arbeitsgruppe von gestern auch noch tippen, aber da war dann bei mir auch irgendwann der Akku leer. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe aber super viel geschafft, super viele Punkte, an denen wir jetzt im kommenden Schuljahr arbeiten möchten. Und ja, den ersten wollten wir auch schon uns direkt in der nächsten Lehrerkonferenz als Arbeitsauftrag vom Kollegium bestätigen lassen. Habe ich auch gestern schon mit der Schulleitung abgesprochen und ja, das ist vielleicht das, was ich heute machen werde, das Protokoll abtippen. Wobei, ich weiß nicht, weil der heutige Tag, der wird, glaube ich, echt eine harte Nummer. Ich konnte Gott sei Dank meinen TÜV-Termin verschieben. Dementsprechend kann ich heute an diesem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen. Macht auch Sinn. Also ich hätte den wahrscheinlich im absoluten Notfall irgendwie privat machen können, an irgendeinem Wochenende. Aber ich finde es auch irgendwie witziger, das mit meinen Kollegen dann zusammen zu machen. Und meine Schulleitung meinte auch, die haben das halt auch fest gebucht für die und die Anzahl an Kollegen. Und sie meinte, zunächst soll halt versuchen, den TÜV-Termin zu verschieben. Und ja, das konnte ich erledigen. Es fällt halt leider in die Schulzeit nächste Woche, aber es ging halt nicht anders. Aber das ist alles abgesprochen und ja, ist jetzt in Ordnung. Und von daher, einerseits freue ich mich da schon ganz drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute ganz lustig wird. Das Einzige, was vielleicht nicht so lustig wird, ist die Dauer. Also das geht wirklich 8 Stunden. Und wir starten um 7:30 und ja, wenn es gut läuft, kommen wir irgendwie gegen 15:30 Uhr aus der Schule raus. Wenn es halt nicht gut läuft, dann erst um 16 Uhr. Da muss ich gestern noch ein bisschen ja, umdisponieren, dass mein Mann irgendwie einen Termin verschiebt, dass er unsere Tochter aus der Kita abholen kann. Weil falls ich bis 16 Uhr in der Schule sitzen muss, dann schaffe ich es halt nicht, auf 16:30 Uhr sie abzuholen. Und ja, dementsprechend war das ein bisschen ja, Hin- und Hergeschiebe gestern. Aber haben wir alles
erledigt bekommen. So wie ich das verstanden habe, sind wir da irgendwie in Gruppen eingeteilt und wir müssen da so 3 Stationen insgesamt über den Tag verteilt ablaufen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ja, das Schuljahr hat mich schon irgendwie wieder voll im Griff. Also Unterricht hat noch nicht mal angefangen und irgendwie gestern war ich schon wieder, ja, weiß ich nicht, fix und fertig, was natürlich auch irgendwie noch an dem Wetter liegt, ne? Irgendwie nachts kann man nicht gut schlafen. Heute habe ich auch nicht so die beste Nacht gehabt, aber egal. Es hat jetzt auch geregnet und es regnet immer noch so ein bisschen. Und draußen ist es schon recht kühl, aber hier drin ist halt einfach nur bullig warm. Aber da das Westen ist hier oben jetzt weg, das kann ich nicht mal wieder das Fenster aufmachen. Und dann kriege ich die Hitze hier vielleicht auch aus. Denn hier zu arbeiten ist einfach nicht machbar hier oben. Ich habe mich jetzt hier noch kurz am Rechner gesetzt, weil ich noch was erledigen wollte. Aber Protokoll, das habe ich ja halt gestern alles unten gemacht, weil es da irgendwie gefühlt 20 Grad kühler ist. Ja, es ist jetzt 4:15. Ich wollte jetzt noch, beziehungsweise ich muss noch eine Einladung für die Fachkonferenz für Englisch für nächste Woche fertig machen. Ich habe die Tagesordnung soweit fertig. Ich habe schon eine PowerPoint erstellt, von daher muss ich das jetzt einfach nur einmal abtippen. Aber ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, in den Ferien habe ich da gar nicht so gedacht, das schon rumzuschicken. Für mich war irgendwie klar, wir haben da den Termin gesetzt und es kommen halt einfach so gut wie alle. Aber Schulleitung meinte gestern nochmal, wir sollen nochmal einladen und ist ja auch an sich kein Problem. Habe ich einfach nur irgendwie in den Ferien auf dem Gym gehabt. Von daher, das würde ich jetzt noch schnell erledigen. Das ist eine Sache von 2 Minütchen. Und ja, dann... Oh Gott, Entschuldigung. Dann drückt mir die Daumen, dass ich gut durch diesen Tag komme. Ich hoffe, mit Lüften kriegen wir da auch in der Schule die Wärme aus den Räumen. Weil das war gestern schon zwischendurch echt irgendwie, weiß ich nicht, einfach zu warm. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt schon schnell die Einladung für die Fachkonferenz fertig. Ob ich mich heute Nachmittag oder heute Abend nochmal bei euch melde, das ja, lasse ich jetzt einfach mal offen. Muss ich gucken, wie es mir nach diesen 8 Stunden Erste-Hilfe-Kurs geht. Und ja, ich starte jetzt in mein Donnerstag und wünsche euch auch einen schönen Tag. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, der Erste-Hilfe-Kurs ist überstanden. Ich war gestern echt durch. Also das war wirklich... Sie haben das gut gemacht. Die haben das in so 3 Themenblöcke unterteilt. Das Kollegium war in 3 Gruppen aufgeteilt. Und dann sind wir immer so ein bisschen gewandert. Und jeder Workshop ging, glaube ich, so 2-2,5 Stunden. Und ja, der erste hat ein bisschen länger gedauert als geplant und dementsprechend hatten wir keine wirkliche Pause zwischen Block 1 und Block 2. Und ja, irgendwann lässt dann so die Aufnahmefähigkeit auch ein bisschen nach. Und ich glaube, im dritten Block, was eigentlich der wichtigste war, wo es um ja, stabile Seitenlage, Wiederbelebung und so ging, da war mein Kopf schon entweder zu voll oder einfach schon zu leer. Ja. Ich habe trotzdem, glaube ich, alles mitgenommen, was wichtig ist und ja, war trotzdem ein langer Tag, aber das ist jetzt geschafft. Heute ist Freitag und es ist jetzt schon 7:15. Ich muss heute erst wesentlich später in die Schule. Ich habe heute nämlich nur einen Programmpunkt, nämlich die Fachkonferenz für Politikwirtschaft. Parallel dazu läuft auch Geschichte, aber ich habe mich entschlossen, dass ich zu Politikwirtschaft gehe, weil ich das dieses Jahr das erste Mal fachfremd unterrichte. Das ist halt ein neues Unterrichtsfach. Und ja, dachte ich mir, ist vielleicht sinnvoller, als zu Geschichte zu gehen. Und dementsprechend habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt hier zu Hause. 7:15, ich wollte hier auch gleich schon losfahren. Die Fachkonferenz fängt um 9:30 an. Und ich wollte vorher die, naja, Kurslisten vielleicht noch nicht, denn die werden wahrscheinlich noch nicht aktuell sein, aber die Klassenlisten schon mal kopieren, in meinen Kalender übertragen bzw. einkleben. Da muss ich gucken gleich, ob ich noch einen Klebestift hier irgendwo rumliegen habe und mitnehme. Wir haben 2 neue Schüler in unserer 8. Klasse, ein Junge und ein Mädel. Und da wollte ich auch mal in die Akten reingucken und schauen, in welche Kurse die eingeteilt werden, ob die eventuell in Englisch noch in meinen Kurs mit reinkommen. Und ja, bin ein bisschen gestresst heute. Morgen bekommen wir Besuch und ich habe dann heute Nachmittag hier zu Hause noch ein bisschen was zu erledigen und muss meine Tochter heute früh aus der Kita abholen, weil die da auch heute irgendeine Veranstaltung haben und dementsprechend muss man um 2 die Kinder schon abgeholt haben. Ja, also heute wird ein bisschen hektisch, nicht was Schule angeht, aber ich muss mir nachher auf jeden Fall eine Liste machen, was ich so übers Wochenende noch bis nächste Woche erledigt haben muss. Ich habe das Gefühl, es stapelt sich schon wieder alles irgendwie so ein bisschen und ja, das ist so der Plan für heute. Ich hoffe, ich komme nachher noch dazu, mich zu melden, aber ich gebe mein Bestes und habt einen schönen Start in den Freitag. So, es ist jetzt schon Nachmittag, es ist fast 16 Uhr. Ich habe jetzt gerade einmal schnell
geduscht. Mein Mann ist mit unserer Tochter noch ein bisschen unterwegs und ich wollte jetzt die Zeit nutzen, um noch so ein bisschen Schulkram irgendwie zu machen. Ja, mein Arbeitsplan für die Schule heute mit, ich mache mir Adresslisten fertig und gucke schon mal nach möglichen Kurslisten, hat sich ja recht schnell erledigt. Es war wohl heute noch ein Aufnahmegespräch für eine Stelle, die noch in unsere 8. Klasse kommt. Und unsere Sekretärin meinte, lass die Finger von den Listen, die sind noch überhaupt nicht aktualisiert, weil ständig noch irgendwelche Neuanmeldungen kommen. Es ist noch nicht wohl ganz klar wegen den Nachprüfungen, welche Neuner die wiederholen, in welche neue Neuen sie kommen und so weiter und so fort. Von daher, das habe ich dann einfach mal sein gelassen. Das mache ich dann irgendwie im Laufe der nächsten oder eventuell auch erst übernächsten Woche. Ja, dementsprechend saß ich ein bisschen ja, untätig in der Schule rum. Aber ich habe die Sitzordnung für unsere 8 ein bisschen aktualisiert, weil jetzt 2 Schüler auf jeden Fall fest dazu gekommen sind und ja, eventuell ein Schüler oder Schülerin konnte mir heute noch nicht so genau gesagt werden. Jedenfalls habe ich das dann so ein bisschen ja, aktualisiert und angepasst. Und ich wollte jetzt auf jeden Fall die Kopien, die ich schon gemacht habe, die ganzen Vokabeltests und ich glaube Writing-Workshops hatte ich auch schon kopiert, die wollte ich jetzt einmal in die passenden Mappen einsortieren, einfach weil ich das jetzt aktuell noch als einen großen Haufen in meinem, ja, in meinem Umschlag mit mir rumtrage. Und ich wollte mir eine To-Do-Liste machen für nächste Woche, dass ich schon so ein bisschen ja, einfach strukturiere, was mache ich am Montag, was mache ich am Dienstag. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch habe, bis mein Mann nach Hause kommt, aber das dürfte eigentlich recht schnell erledigt sein. Und damit fange ich jetzt gleich mal an. Ich habe jetzt einmal noch meine To-Do-Liste aktualisiert und man sieht, das Einzige, was noch fehlt, ist Elternabend vorbereiten. Ich muss hier mit dem Kollegen halt nochmal sprechen, ob ich da überhaupt noch irgendwas für vorbereiten muss. Aber auf jeden Fall den Elternabend für unsere 8 muss ich noch fertig vorbereiten. Dann das Einzige, was mir hier noch fehlt an meinem Kopier-Wahnsinn, sind die Buchseiten und die Klassenarbeiten. Ansonsten habe ich alles fertig. Und ansonsten hier fehlen mir nur noch die ja, Adresslisten, Klassenlisten und die E-Mail-Adressen, dass ich das alles in meinen Kalender übertrage. Ansonsten habe ich soweit alles von meiner To-Do-Liste abgearbeitet. Beziehungsweise, ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, wie ich ja, morgen und Dienstag weiterarbeiten möchte. Wir haben am Montag Fachkonferenz Englisch und ein Jahrgangsteam. Und dazwischen habe ich halt ein bisschen Leerlauf und da wollte ich auf jeden Fall das Material, was ich eingekauft hatte, hier College-Blöcke, Stifte, Kleber und so weiter und so fort, in die Klasse bringen und da wegräumen. Und dann wollte ich für Englisch die Buchseiten auf jeden Fall kopieren und das Protokoll von der Fachkonferenz fertig schreiben. Ja, ich werde wohl wahrscheinlich schon vor der Fachkonferenz auch in die Schule fahren und mal ein bisschen wenigstens das Kopieren irgendwie schon mal anfangen. Ob ich schaffe, weiß ich nicht. Und dann am Dienstag haben wir nochmal eine Lehrerkonferenz und da werde ich dann die Buchseiten für Geschichte kopieren. Für Politik, Wirtschaft weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt machen werden muss. Wahrscheinlich haben sie bis dahin schon ihre Bücher. Und ich werde am Dienstag noch das Protokoll für die Lehrerkonferenz fertig schreiben und ja, dann startet quasi der Alltag und ich habe auch schon ordentlich geplant, möchte ich mal sagen. Ich habe schon für jede Unterrichtsstunde was eingetragen. Hier am Donnerstag bin ich dann ja leider ja nicht in der Schule, weil ich unbedingt zum TÜV muss mit meinem Wagen. Aber habe ich schon alles abgeklärt und ja, ich würde sagen, so kann ich einigermaßen gut vorbereitet ins Schuljahr starten. Ja, das war quasi meine erste halbe Arbeitswoche vor Schuljahresstart. War jetzt nicht wirklich viel Spannendes dabei, aber ich dachte mir, ich nehme euch trotzdem mit. Ist halt in erster Linie ganz viel Orga-Kram, der noch irgendwie zu erledigen ist, Fachkonferenzen, Lehrerkonferenzen und jetzt halt noch dieser Erste-Hilfe-Kurs. Und ja, ich fühle mich soweit eigentlich ganz gut vorbereitet. Alles, was mir jetzt noch fehlt, versuche ich nächste Woche vor dem ersten Schultag zu erledigen. Was ich nicht schaffe, nehme ich dann halt einfach mit.
ins Schuljahr und ja, ich versuche entspannt, entspannt und relaxed irgendwie reinzukommen und ja, nehme euch dann ab nächster Woche wieder mit, wenn es richtig losgeht. Und bis dahin wünsche ich allen, die noch schöne Ferien haben, weiterhin schöne Ferien. Und alle anderen, die auch ab nächster Woche starten, euch wünsche ich einen schönen Start ins neue Schuljahr. Und ich sehe euch nächste Woche. Bis dann!